Bei dem Großangriff der Hamas kamen mehr als 1400 Menschen ums Leben. Einer, der die Mitschuld daran trägt, ist Abu Roja. Er gehörte zu den Hamas-Kämpfern, die den Anschlag verübt haben. Nach dem Anschlag wurde der Terrorist von israelischen Soldaten gefangen genommen. Nun ist er einvernommen worden. Er sagt: Unser Ziel war es, zu töten. Wir sollten nicht entführen, sondern einfach nur töten. Auch vor Frauen und Kindern sollten sie nicht Halt machen. Sie erzählten uns, dass alle Siedler Soldaten seien. Töte jeden Einzelnen, den du siehst, sagt Abu Roja. Zunächst sei er mit weiteren Kämpfern in einem Jeep an die Grenze gefahren. Mittels Sprengstoff wurde der Grenzzaun dann geöffnet. Das erste Haus, in das sie eingefallen sind, fanden sie noch verlassen vor. Ein Kollege habe daraufhin ein Außengebäude in Brand gesetzt. Dann soll ein Mann aus dem Garten mit einem Gartenschlauch angelaufen gekommen sein, um das Feuer zu löschen. Abu Ahmed und Hamseh sahen ihn, erschossen ihn und töteten ihn, so der Inhaftierte. In einem zweiten menschenleeren Haus habe er schließlich das Schlafzimmer angezündet. Danach sahen sie eine Frau an einem Fenster stehen und feuerten ebenfalls auf sie. In einem weiteren, offenbar verlassenen Haus stärkten sich dann die Kämpfer. Sie aßen Datteln und tranken Wasser, schildert der Terrorist. Was dann aber folgte, zeigt die Kaltblütigkeit der Extremisten. Denn plötzlich habe die Gruppe Geräusche aus einem Sicherheitsraum gehört. Es war das Weinen kleiner Kinder. Wir haben auf die Tür geschossen, bis wir keinen Lärm mehr gehört haben, sagt der Terrorist. Auf die Nachfrage, was das bedeutet hat, antwortet der Befragte, dass alle Kinder gestorben sind. Kurz nach der abscheulichen Tat kamen israelische Soldaten und lieferten sich eine Schießerei mit den Hamas-Kämpfern. Nach etwa 10 Minuten hätten sich diese dann ergeben und wurden verhaftet. Abu Roja weiß, dass die Tötung von Kindern im Islam nicht gebilligt wird. Seine Eltern, die würden auch gar nicht wissen, dass er bei der Hamas mit dabei sei. Wenn mein Vater mich sieht, wird er mich dafür erschießen. Er wird mich töten, ist Abu Roja überzeugt.